Bist du dir eigentlich schon darüber bewusst, dass du aus Reichtum kommst? Dass du aus der Fülle des Lebens geboren wurdest? Dass Licht und Liebe gleichzeitig Freiheit bedeuten auf allen Ebenen? Du stammst aus dem Licht der Fülle. Deswegen erinnere dich daran, was du wirklich verdienst und was für unendliche Möglichkeiten du hast. Geld ist eine absolut neutrale Energie. Weder gut noch böse. Geld ist einfach. Geld ist wie Wasser, Feuer, Luft oder Erde. Mit Wasser kannst du jemanden heilen, aber auch jemanden töten. Mit Feuer kannst du Essen erwärmen oder jemanden verbrennen. Mit einem Messer kannst du eine Tomate schneiden oder jemanden erstechen. Allein die Absicht hinter der neutralen Energie Geld ist entscheidend. Geld ist gleich Möglichkeit, gleich Freiheit, gleich Verwirklichung. Mit Geld kann man Bildungszentren, Museen, Parkanlagen, Krankenhäuser, Kindergärten und Tempel bauen. Erinner dich, es ist ein Naturrecht, reich zu sein. Geld verstärkt nur das, was du ohnehin bist. Bist du gierig? Dann wirst du noch gieriger. Bist du großzügig? Dann wirst du noch großzügiger. Geld ist spirituell, weil Geld Energie ist. Geld ist eine Ausgleichsenergie. Geld ist eine heilige Austauschenergie. Je mehr Geld du hast, desto mehr Gutes kannst du auf dieser Welt tun. Armut kann nicht mit Armut bekämpft werden. Fang an, deine Probleme zu lösen, indem du reich wirst. In allen Bereichen deines Lebens, in der Liebe, in der Gesundheit und in deinen Finanzen. Wenn die Menschen sich wieder daran erinnern, dass Reichtum ihr Geburtsrecht ist, dann fordern sie dieses Recht, alles zu haben, was sie für ihre Erfüllung brauchen. Genau wie die Natur es uns vorlebt. Es ist mehr als genug Luft zum Atmen da für alle. Liebe das Geld und das Geld wird dich lieben. Liebe deine Macht und die Macht wird dich lieben. Lerne endlich das Gesetz des Geldes zu verstehen. Lerne endlich die Wahrheit über Geld, damit du es in deinem Leben kontrollieren kannst. Überprüfe deine Glaubenssätze über das Geld. Wie denkst du wirklich über Geld?